Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich euch das schriftliche Dividieren. Viele Schüler haben Probleme beim schriftlichen Dividieren. Ich zeige euch jetzt mit ein paar Beispielen, dass das gar nicht so schwer ist. Wir machen es bewusst ganz einfach, damit man es besser verstehen kann. 168 geteilt durch 4. Und ihr wisst, geteilt rechnen hat was mit Malrechnen zu tun. Und die erste Frage ist, wie oft passt die 4 in die 1? Das passt gar nicht. Dann nehme ich zwei Zahlen. Wie oft passt die 4 in die 16? Und jetzt muss ich überlegen. Aha, es sind 4. Und jetzt rechne ich rückwärts. 4 mal 4 sind 16. Und die 16 schreibe ich dann hier hin. Dann mache ich einen Strich drunter. Und jetzt muss ich minus rechnen. 16 minus 16 sind 0. Das heißt, alle 16 habe ich verbraucht. Dann hole ich mir die nächste Zahl. Das ist die 8. Und jetzt muss ich mir wieder überlegen, wie oft passt die 4 in die 8? Zweimal. Jetzt rechne ich rückwärts. 2 mal 4 sind 8. Jetzt rechne ich wieder minus. 8 minus 8 sind 0. Und wenn hier die 0 steht, dann ist die Aufgabe fertig. Und das Ergebnis wird jetzt noch zweimal mit dem Lineal unterstrichen. Ist 42. Nächste Aufgabe. Wir machen es ein bisschen schwieriger. 2735 geteilt durch 5. Das Vorgehen ist immer das gleiche. Wie oft passt die 5 in die 2? Das geht nicht. Also nehmen wir beide Zahlen. Wie oft passt die 5 in die 27? 5 mal. Jetzt rechne ich rückwärts. 5 mal 5 sind 25. Die schreibe ich darunter. Strich drunter. Und jetzt muss ich minus rechnen. 27 minus 25 sind 2. Und die sind dann jetzt über. Jetzt prüfe ich nochmal. Passt das? Nein, alles gut. Jetzt hole ich die 3 runter. Und jetzt geht's wieder los. Wie oft passt die 5 in die 23? 4 mal. Jetzt rechne ich rückwärts. 4 mal 5 sind 20. Strich drunter. Und jetzt rechne ich. 23 minus 20 sind 3. Und die nächste Zahl runterholen. Und jetzt muss ich wieder überlegen, wie oft passt die 5 in die 35? 7 mal. Jetzt rechne ich rückwärts. 7 mal 5 sind 35. Hier habe ich eine 0, das heißt, die Aufgabe ist zu Ende und mein Ergebnis ist damit fertig. 547. So, machen wir noch eine letzte Aufgabe. Wir machen es noch ein bisschen schwieriger. 4235 geteilt durch 7. Das Vorgehen bleibt das gleiche. Wie oft passt die 7 in die 4? Das geht nicht. Wie oft passt die 7 in die 42? Das geht, und zwar 6 mal. 6 mal 7 sind 42. Strich drunter. Was bleibt da über? 0. Nächste Zahl runterholen. 3. Wie oft passt die 7 in die 3? Kein einziges Mal. Dann müssen wir hier eine 0 hinschreiben. Und dann können wir davon auch nur 0 nehmen. Und dann bleiben wieder 3 über. Jetzt holen wir die nächste Zahl runter. 5. Wie oft passt die 7 in die 35? 5 mal. Jetzt rechnen wir rückwärts. 5 mal 7 sind 35. Strich drunter. Fertig. Ergebnis. 605. Übrigens, man kann das Ergebnis selber überprüfen. Ihr wisst, das Gegenteil von geteilt ist mal. Das heißt also, wenn ich jetzt 7 mal 605 rechne, dann muss als Ergebnis 4235 rauskommen. Sonst habe ich mich verrechnet. Probieren wir es mal aus. 7 mal 5 sind 35, 3 muss ich mir merken. 0 mal 7 sind 0 plus die 3. Und 7 mal 6 sind 42. Also,
alles richtig gerechnet und jetzt habt ihr auch noch gesehen, wie eine Probe funktioniert. Okay?